Hey Leute, willkommen zurück hier bei Valheim. So, dann werden wir erstmal was snacken. Dann hätte ich heute mal gern noch. Brauche ich eigentlich für irgendwas? Dich eigentlich. Mal doch nicht. Ist der Amboss, der Amboss, der Amboss, der Amboss. Brauche ich eine Werkbank dafür? Dann machen wir das schnell anders. Dann so. Dann bauen wir dich nämlich ein bisschen weiter da drüben ins Eck. Ne? Okay, es geht gar nicht weiter. Auch okay. Dann eben den Amboss. Hier ins Eck. Und dann dich können wir noch irgendwo hier an die Seite stellen. Schmiedestufe 7, ja. Wäre nicht so, als hätte ich es nicht schon die. Okay, das geht wohl wirklich nur, wenn man es ganz nah hinbaut. Einfach dich jetzt noch mal da irgendwo hinbauen. Da. Brauche ich eine Werkbank zu? Nee. Gut. Dann könnten wir da dann später auch mal noch hier irgendwo. Ein Schild hinzimmern. Lasst mich mal kurz überlegen, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Gut, die ganzen Banner, da können wir uns mal noch ausruhen, ob wir es bunt machen oder wie wir das am schlausten gestalten. Aber ich würde jetzt tatsächlich mal nochmal sowas bauen für meine Werkbank. Das könnte man dann irgendwo hier hinzimmern. So, machen wir mal ein bisschen eben den ganzen Spaß. Corvus haben wir wieder ordentlich gefarmt. Stein genauso. So, dann gib mir doch hier mal wieder schnell. Achso, ja gut, brauche erst wieder eine Werkbank. Dann steht ja hier wieder nichts. Dass man danach schön durchkommt, dann würde ich es tatsächlich irgendwo. Das haben wir mit genau zwei Stück gemacht. Dann würde ich das hier wieder genauso machen. Ja, zack. 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 So. Den kleinen Spaß hier wieder Kerzengrad vor. Zack. Zack. Genau, und oben drauf haben wir bloß. Okay. So, weil du schwebst oder was? Lol. Gut, das könnten wir jetzt noch ein bisschen erhöhen, aber ganz ehrlich, Leute, das ist doch. Dann machen wir es mal anders. So. Dann sollte es auch passen. Ja, sehr gut. Dann zimmern wir das links und rechts wieder zu. Natürlich.
Das stimmt jetzt aber nicht hier ganz. So. Genau, hier kommt dann die Werkbank rein. So, gib mir schnell eine Treppe. Zack. Zack. So, hier kommt dahin. Die 45, ah, nee, nicht die 45, die 26 Grad. Zack, zack. Genau, und dann haben wir da noch jeweils so einen hin und dann hätten wir es auch schon wieder. So. So, Werkbank, jetzt zu dir. Komm schon wieder schön in die Mitte. So, Werkbank, Holz, Feuer. Oh Gott. Okay, Feuerstein und Lederreste müssen wir holen. Feuerstein und Lederreste. Zum Glück alles hier, wo ich immer auch den Feuerstein hingepackt habe. Genau, und dich. So, das müsste eigentlich auch schon wieder reichen. Das wird auch noch lustig, wenn wir umziehen. Ich glaube, das werde ich auch offscreen machen, weil da kann ich dann gefühlt wieder 100 Mal hin und her rennen. Dann noch genau Hirschfell, das haben wir schon irgendwo hier reingepackt. So, dann einmal das Beil, obwohl das können wir eigentlich, ich kann mal hier so zur Seite stellen. So. Dann Edel. Eine Schmiede in der Nähe. Habe ich denn noch 6 Kupfer? Lol. Nein, habe ich nicht. Ach. Schmiede, es tut mir leid. Ich muss die schnell abreißen. Und nicht da drüben der Optik halber hinstellen. Warum auch immer. Dahin. So. Gut. Edelholz, Bronze. Ein bisschen Bronze. Den Edelholz. Der Kollege hier braucht Eisen und Obsidian. So, Obsidian haben wir noch nicht dabei. So, Rosse, richtig. Eisen haben wir schon. Obsidian holen wir schnell. Die große Frage, die mich dauernd beschäftigt, ist tatsächlich, ob wir das dann schlussendlich alles so lassen mit den Hütten oder ob wir lieber in unser Schloss dann auch noch was bauen. Gut, klar, bauen werden wir natürlich definitiv was. Das steht jetzt nicht zur Diskussion, sondern eher, ob wir dann die Muse haben, alles nochmal zu bauen. Oben drüber hängen. Was hat uns gefehlt? Ne, das haben wir doch schon gebaut.
dachte ich auch schon. Schmiede, 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 Schmiede. Schmiede. Das haben wir doch auch schon gebaut, oder? Das Gestell. Das habe ich doch da oben drüber gezimmert, ja genau. Gut, dann war es das eh schon wieder, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ach stimmt, die beiden haben wir aufgehangen. Aber die Töpfe haben wir noch vergessen. Achso, ja genau, die haben wir sowieso noch nie gehabt. Glaube ich. Genau, dann den Spaß haben wir alles. Gut, dann würde ich tatsächlich ich mal wegbauen hier. Werkbankstufe 5. Ja, Platz im Inventar. Danke. So. Gib mir doch die. Jetzt habe ich ja nur genau das Falsche raus. Herrlich. Einfach nur herrlich. Hier, Stein. Hier. Ich weiß zwar nicht, wo bei der Schmiede genau Stein verarbeitet ist, aber das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Ja. Und jetzt habe ich wieder keine. Boah, juh, ich wünsche. Jetzt nehme ich das Holz mit. Jetzt habe ich wahrscheinlich dann wieder das Falsche rausgetan. Okay. Alles rein, was wir nicht mehr brauchen. Das eine Korbut können wir mal nach da oben reinpacken. So, dann hätten wir das auch. Gut, da würde ich als nächstes sagen: Handwerkstisch, Holz und Drachenträne. Wollen wir natürlich auch sofort. Klar, wir werden heute auch noch an der Burg weiterbauen, Freunde, keine Sorge. Aber ich würde mal das kurz gebaut haben wollen, weil dann können wir nämlich. Ich habe hier auch doch irgendwie. Genau. Ich glaube, die Surtlingkerne werden wir auch gleich brauchen. Und dann haben wir erstens alles zum Reparieren und zum Bauen und zweitens, dann können wir nämlich währenddessen wir bauen. Auch schon mal so, kann ich dich noch vielleicht irgendwo hier mit reinbauen? Geht sogar perfekt. Aber jetzt muss ich für dich brauche ich nur eine genau zum Bauen. Dann baue ich dich mal noch mal schnell weg. Genau, hier. Baue ich dann denn das Zeug hin? Klar, hier die Palisaden, die dich lassen. Turm auch. Wird natürlich jetzt auch in der Mitte noch was Schickes bauen. Will jetzt natürlich nur nicht zu viel pflanzen hier. Entfernen. Das könnte man auch irgendwo hier in die Mitte bauen. 20 Stein. Gib mal da mal noch einen Sack voll Steine. Wo es nicht im Weg umgeht.
Bist du da nicht möglich? Ja, wahrscheinlich hier der Boden nicht eben genug ist. Vermute ich mal wieder stark. So. Genau, einmal dich. Gut, könnte man gleich hinbauen, aber brauchen wir halt auch vermutlich gar nicht mehr. Egal, der Optik halber, Freunde, würde ich sagen, stellen wir den Spaß hier hin. Ich könnte irgendwo mal... Stelle ich jetzt einfach mal schnell hier hin. Damit ich den Kollegen hier zimmern kann. Stimmt, ein Steinmetz bräuchten wir auch noch irgendwo. Na gut, das ist... Okay, was brauche ich? 5 Surtlingkerne. Edelholz haben wir noch genügend? Ja, genau. Dann holen wir mal die Surtlingkerne, danach gehen wir pennen. So, dann packen wir mal den nächsten Sack voll Surtlingkerne ein. Bett benötigt Feuer. So. Das sollte auf jeden Fall für die nächste Zeit jetzt reichen. Weil allzu viel öfters will ich nicht mehr voll machen, das Feuer. Weil wenn wir dann mal umgezogen sind, ich denke auch mal, dass ich mir vielleicht in das eine Häuschen von den Kobolden eventuell gleich mein Bett reinzimmer. So, jetzt lass mal gucken, was brauchen wir. 20 Steine kriege ich hin. 2 Edelholz. Hier kommen wir auch hin. Und 10 Eisen. So. Bin tatsächlich echt noch am Überlegen. Das kann ich auch mal wegmachen. Das werden wir vermutlich auch nicht mehr brauchen, so in der Form zumindest. Genau, hier können wir dann so eine Straße machen, die hochgeht zum Turm. Genau, in der Mitte wäre dann praktisch die Schmiede. Das müsste ich vielleicht noch ein bisschen versetzen. Genau, aber hier wäre der Turm. Gut, das passt soweit. Könnte man höchstens vielleicht da vorne das ganze Zeug hier noch hinzimmern. Dann bauen wir irgendwie... Ja. Komm mal mit. Du kommst jetzt irgendwo schnell hier hin. Insel. Weg. Komm ich jetzt da drüben hin. Genauso wie du. Genau, hier ist so eine leichte Erhöhung und da geht es dann, bauen wir irgendwie nochmal ein kleines Tor rein, wo es dann runter geht. Dann würde ich hier tatsächlich so meine Schmiedeecke hinzaubern. Achso, ja, haben wir noch gar nicht abgerissen. Zack, zack.
Ja, mit das Zeug. Platz im Inventar. Ei, ei. Nein, nicht du. Ja. Genau, du kommst jetzt hier hin. Genau. Perfekto. Dann haben wir ja noch hier Kollege Windmühle und das Spinnrad. Das Praktische ist, ich kann euch jetzt wieder abreißen und ich kann euch trotzdem benutzen. Kohle. Den Spaß hier. So, jetzt habe ich es auch noch verkehrt rum hingebaut. Genau, da befülle ich, da kommt's raus. Dann eben so. Genau. So, Kohle. Schwarzmetall. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, fürs Spinnrad werden wir uns auch noch mal ein extra Plätzchen suchen. Fast schon geneigt, den Spaß hier irgendwie in die Mitte zu bauen. Das Spruch. Außer dem Spinnrad kommt ja da eh nichts rein. Könnten wir das auch noch irgendwo anders unterbringen, das Spinnrad? Könnten wir rein theoretisch. Fürs Spinnrad finden wir schon auch noch was. Ich will jetzt nicht unbedingt. Du kommst, glaube ich, eher in die Mitte. Glaube ich. Dann könnte man eigentlich. Dich abreißen und das Spinnrad da reinbauen. Aber dann hätte ich das auch gern wieder so mit dem. Mit der Manier. Das soll dann schon auch irgendwie ins Gesamtbild passen, finde ich. Also natürlich, wir machen hier irgendwo einen kleinen Anbau. Oder aber wir. Genau, das könnten wir auch noch machen. Korbut. Damit ich brauche dich. Was ich nicht brauche, ist euch. Ja, ich glaube, das machen wir doch einfach so. Zack. Zack. Jetzt ist der Weg hier so komisch. Oh, ich muss unbedingt was beißen, sonst leben wir, glaube ich, nicht mehr lang, wenn hier wieder die Kobolde am Start sind oder der Moskito.
So, dann haben wir wieder hier die 26 Grad. So, einmal dich. Und einmal wieder dich hier. Genau. So, so. Achso. Jetzt die ganze Zeit. Verstehe ich. Verstehe ich nicht, aber okay. Ne, warte, dann lass mal dich gleich da stehen. Hier hängt zu viel Zeug drin. Am Metzgertisch. Metzgertisch. Ich pack mal dann. Ich glaube, das hätten wir allgemein anders machen müssen. Achso, da war ich wieder eine Schmiede, oder? Für den Kessel. Och, nee. Nee, dann lassen wir es vorerst mal. Nee, das gefällt mir jetzt nicht. Und wenn nicht Holz auch schon wieder alle ist. Herrlich. Da. Nein, stimmt nicht. Ich wollte es tatsächlich eher so haben. Ja, das stimmt doch schon wieder nicht. Will er mich jetzt verarschen oder was? Also. Da, jetzt stimmt der Spaß hier. Gut, dann können wir jetzt wieder zum 100. Mal. Soweit, dass ich mein Essen wegschmeiße, nur damit ich das Zeug mitnehmen kann. So, dann jetzt der Metzgertisch. Ach so, ja klar. Dann kommst du hier hinten in die Ecke. Du kommst oben drauf. Du kommst da vorne hin. Genau. Du kommst dann in die Mitte. Genau. Ne, jetzt passt es wieder. Können wir dich jetzt wieder da hinten hinzimmern zum 100. Mal? Abreißen. So, derzeit können wir eigentlich auch gleich mal unser Zeug reparieren, wenn wir schon da sind. Zack, zack, zack. So.
So, und jetzt wollten wir hier Kollege Spinnrad noch zimmern. Edellederreste. Das Edelholz müsste ich noch haben. Genau. Lederreste 5 haben wir auch. Eisennägel. Oh, weia. Achso, ja klar. Können wir uns ja easy going machen, aufgrund dessen, dass wir jetzt schon alles aufgebaut haben. Ja, hier vielleicht nicht, sondern eher da drüben. Ist es ja alles null Problemo. Zack, Dankeschön. Edelholz. Und 5 hiervon. Perfekt. So. Könnte man dich natürlich entweder hier an die Seite stellen. Oder ich stelle dich einfach hier hinten mitten hin. Zack. Gut. Kannst du wieder weg, genauso wie du. Genau, hier kommen dann mal noch die Töpfe hin, oben. Dann haben wir es ja eigentlich... Stimmt, den Steinofen. Und den packen wir mal irgendwann woanders hin, Freunde. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, das soll es mal gewesen sein für heute. Wenn es euch wieder gefallen hat, so stimmt. Dann würde ich mich natürlich wieder über eine kleine Bewertung freuen. Und wenn euch irgendwas durch den Kopf geht, einfach in die Bewertungen, in die Kommentare da. Nicht schüchtern sein, ich beiße nicht. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, Freunde. Gut, dann macht's gut, Freunde. Wir sehen uns. Euer Stevie B. Ciao.